können es versuchen, aber komme ich da wirklich irgendwo hin, wo ich sonst nicht hinkäme? Da hätte ich auch unten langlaufen können. Das ist ein bisschen seltsam. Nee. Das brauche ich nicht. So, gehen wir jetzt hier oben rein oder gehen wir unten rein? Und wollen wir da überhaupt rein? Ja, doch, glaube ich schon. Hatte ich den da unten geplündert? Hatte ich nicht. Hatte ich überhaupt hier die alle geplündert? War ich da an jedem mal lang gegangen? Oder zumindest an den anderen? Ja, glaube ich schon. Ich gehe erstmal hier unten rein. Das könnte versteckt sein. Ist genau dasselbe wie der Haupteingang. Wie schön. So, hier ein bisschen was mitnehmen. Ich habe gedacht, hier wären noch Pfeile gewesen. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt, ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity... Sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Was für ein Kanal. Ein Diktiergerät ist kein Kanal. Das ist etwas, damit andere Leute es finden. Das hier brauche ich nicht. Aber ich will mal kurz was testen. Nicht, dass ich hier... Naja, ich will es eigentlich gar nicht versuchen. Nee. Erinnert hatte es mich an das eine Mal mit 10 Laptops kaputt machen und hier waren so schön auffällig, die Monitore. Die Revolvermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Gibt's hier bitte Flaschen? Sind nämlich ein paar richtig böse Jungs. Sehe hier leider keine Flaschen, sondern warte mal, das waren Sprengdinger. Könnten wir auch mal wieder vielleicht versuchen. Zumindest könnten wir zumindest den da hinten. Da hinten sind auch explosive Fässer. Wir versuchen es mal. Okay, sobald wir hier fertig sind. Gib mir den Kontakt. Gib mir den jetzt in den Backen. Okay, du hast sogar Hell's Pumpgun aus der unmittelbaren Nähe aus. So viel dazu, ich werde mich in Kämpfen nicht mehr blamieren. Ne?
Da hänge ich fast in der Wand fest. Aber zumindest ist die Musik weg. Das heißt, wir haben den Kampf irgendwie wieder heil überstanden. Und eventuell liegen so, also ich habe bewusst ein paar Sachen zerschossen, das war nicht ganz schlecht. Über die anderen Sachen reden wir mal wieder nicht. Und zumindest sind diesmal noch die Gegner da, in die ich dann einmal reinschauen kann. Also nicht in den Körper, aber in die Taschen. Da ist noch eine Leiche, die ich nicht hatte. Und hier drin war, hatte ich auch noch irgendwas gesehen. Zumindest hier das Holz kann ich nicht mitnehmen. Das ist auch wieder Holz, das ich nicht brauche. Hier wäre noch ein Fass gewesen, aber war, glaube ich, nicht komplett schlecht gemacht. Ich glaube, ich kann jetzt auch einmal wieder da drüben Heilkraut mitnehmen, weil einmal habe ich mich geheilt. Müsste also jetzt wieder frei sein, genau. Da drin habe ich eine Kiste gesehen. Da sind noch ein paar Sachen. Hier auch irgendwo ein Dokument. Sieht nicht so aus. Da hinten könnte man lang. Könnte hier lang und dann ein wenig nach rechts. Da könnten dann spannende Sachen sein. Eventuell. Erstmal nehmen wir hier die Kiste mit. Die Kipplauflinte. Das hört sich generell einfach nicht so modern an, wie mein aktuelles, was war das, ein Sturmgewehr? Irgendwas ist hier noch hinter mir. Naja, hier war ich ja schon. An dem war ich echt vorbei. Warte mal, irgendwas gibt's hier noch. Ja, da bin ich jetzt im Dokument. Versuchen wir es mal wieder auf die Art, wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Das könnte eventuell auch hier auf dem Dach drauf sein. Nee, da hinten ist es. Hä? Ach, hier. Ich habe gesündigt in Gottes Namen. Viel Blut wurde in diesem Tal vergossen. Während ich spreche, fließt noch mehr Blut. Vergib mir. Dass Gottes Werk Opfer fordert, bedeutet nicht, dass ich rein bin. Vergib mir. Seit ich in meiner Jugend die Stigmata empfing, habe ich in deinem Namen gesündigt. Vergib denen, die ich getötet habe, und denen, die in meinem Namen getötet wurden. Sie wussten nicht, was sie taten. Vergib mir. Vergib mir, denn meine Arbeit ist noch nicht getan. Es wird noch viel mehr Blut vergossen werden. Ja, Konstantin, du bist ein Knallkopf. So, hier hinten haben wir noch ein Überlebensversteck, das ich gerne hätte. Das ist... Das ist vielleicht das vorhin mit den Pfeilen? Nee, also, hä? Also hier geht es, glaube ich, ganz klar aktuell nicht hin. Da müsste ich irgendwie hier... Ne, hier drauf geht es auch nirgends. Ich glaube, das hier ist zu hoch, weil da ist auch nichts. Ja, sonst wäre oben nämlich die Kante weiß angemalt. Vielleicht kommt man hier hoch. Das ist nichts, was ich mehr mitnehmen kann. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich das Ding hier gerne lesen. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger.
Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Ich habe auch schon Hirsche gefangen, beziehungsweise nicht gefangen, klein gehäckselt. Nein, das will ich nicht. Was ich schauen wollte, da hinten wird das hier angezeigt. Hilft mir das hier drüber zu kommen? Nee. Aua. Nee, ich fürchte, dass ich hier aktuell nicht hinkomme. Ein ganzes Gebiet. Vielleicht kommt man da nachher hinten rum. Das könnte natürlich sein. Warte mal. Nee, von der. Es gibt eigentlich keinen auf der anderen Seite. Hole ich mir erstmal das Dokument da drüben. Das ist auch nahe dem nächsten Ziel, wo ich hin will. Und natürlich können hier jederzeit wieder Feinde kommen. Hier ist noch was zum Lesen. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity, für Konstantin. Also, ein Verrückter findet den Nächsten. Ich gerade sagte, guck mal, da ist ein Werkzeug. Das ist, glaube ich, genau das, was ich im Visier hatte. Ja, ganz genau. So, was ich auf jeden Fall machen werde, ich nehme jetzt schon ein bisschen länger auf, ne, mit Neustart und Pivapo. Und deswegen werde ich mir einfach merken, dass ich hierhin will, werde dann aber eigentlich zum Lager hier zurücklaufen. Oder eventuell zu dem Lager. Aber das könnte ein verstecktes Lager sein, weil das so ein bisschen Hintergrund ist. Nee, ich werde zu dem laufen. Werde also hier eine kleine Aufnahmepause machen und werde mir versuchen zu merken, dass ich hier beim nächsten Mal wieder einsteige. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ja, soviel zu meinem Plan, eine kleine Aufnahmepause zu machen. Denn ich habe festgestellt, es gibt absolut keine Möglichkeit, hier zurückzukehren zu diesem Lager. Und da mal ja nur am Lager gespeichert wird, muss ich halt erstmal weitermachen. Und mal schauen, was sich jetzt storymäßig ergibt, dass ich vielleicht irgendwas Lagermäßiges dann doch finden werde. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Na gut. Kann ich... ja, es ist viele Sachen, die man explodieren lassen könnte. Schieß doch!
Kartoffel wollte ich da gar nicht. Habe ich da echt einen Header mal gegeben? Könnte sein. Na gut. Dann, nee, ablenken will ich gerade gar nicht mehr. Deswegen schmeißen wir es einfach wieder weg. Es ist noch bedrohliche Musik. Welchen habe ich übersehen? Ich sehe zumindest keinen. Nein. Ich meine halt, dass ich noch irgendwas höre. Aber letztendlich den Kampf, den ich jetzt gemacht hatte, das war wirklich einfach alles explodieren lassen und hoffen, dass möglichst genug jeweils drumherum stehen. Lief nicht komplett schlecht. Irgendwo ist noch was. Granate raus! Oh. Nur du und ich. Nee, will grad nicht. Ja, das war ein bisschen nah. Hat aber wohl geklappt. So, ja, alles einsammeln bitte. Sammel, sammel, sammel. Hier drunter noch irgendwas Spannendes? Nö. So, gibst du mir auch dein Zeug. Hier hinten liegt was. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat er mittlerweile ein bisschen Respekt vor uns bekommen. Was erstmal gut ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlecht, weil er dann nicht mehr unvorsichtig ist, was er ohne Frage teilweise war. Ich meinte, dass ich noch irgendwas hier höre. Hier ist irgendein Lageplan. Und? Was ist das? Ach, damit konnten wir, glaube ich, irgendwie diese Funkannäherungsminen machen. Dass wir dann... Naja, wahrscheinlich hätte ich die hier irgendwie sinnvoll einsetzen können. Aber so schlecht war es eigentlich gar nicht. Und hier könnte es dann hoch und weiter gehen. Ich will ja nur von einer Seite dran kommen. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity, als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit
Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Ja. Einer sympathischer als der andere. Aber erstmal schauen, was haben wir hier alles übersehen? Hier oben glaube ich erstmal nichts. Was ich da hinten, das ist das Lager, wo ich glaube, also wo ich den Weg nicht zurückgefunden habe, das ist noch markiert. Moment mal, hier kamen wir doch her. Aber hier könnte, okay, ja. So geht es weiter. Und eventuell mit der Hakenaxt. Mal schauen. Mhm. Hallo, goldene Statue. So, ich habe gedacht, da wäre jemand vorbeigerannt. Das war aber, glaube ich, nur ein Vögelchen. So, versuchen wir erstmal das Überlebensversteck da vorne zu finden. Federn können wir nicht mitnehmen. Irgendwas ist hier unter mir, glaube ich. Bin ich da direkt runter? Ich glaube, ich will erstmal hier drüben lang. Oh, ist das da ein Lager? Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Langsam wiederholt ihr euch ein bisschen. Warum ist hier, glaube ich, ein Lager, das auf der Karte nicht zu sehen ist? Auf jeden Fall ist es ein Lager, das ist hervorragend, denn ihr wisst, was das heißt. Ich werde mich hinsetzen und mal erstmal hören, ob sie irgendwas erzählt. Nö, macht sie nicht. Das heißt, wir können jetzt einen Fähigkeitenpunkt verteilen. Hier war ich ja vorhin schon mal drin. Da muss ich halt echt mal schauen. Ich glaube, das werde ich mal nutzen. Das macht es ein bisschen einfacher, die Sachen zu finden. Dann werde ich auch mal kurz schauen. Waffen, ist da was zum Verbessern? Könnte sein. Ja, wir haben hier neu hinzu das Großraummagazin. Das bauen wir ein. Wir können auch eventuell hier den aufgeweiteten Lauf mehr Schaden. Das ist für die Schrotflinte, die wir vielleicht irgendwann auch mal wieder nutzen werden. Und dann werde ich allerdings jetzt die vorher angekündigte Pause machen, weil ich habe ein Lager gefunden. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, und vorhin schon angekündigt, beim nächsten Mal.